sehen wir die getapte Schulter, die rechte. Also Wahnsinn, hätte ich niemals erwartet, dass er hier steht im Mehrkampf, auch mit guten Chancen, aber springt an den Ringen ab, weil ihm die Schulter wehtut. Aber am Reck ist er ein absoluter Profi. Hier auch Adler ganz in Kammgriff. Adler halbe, genau in Handstand. Und jetzt kommen die Flieger. Weit weg. Da springt Fabian Hammel kurz mal auf. In der letzten Rille. Und nochmal. Vollmann auch super weit und schön. Schneider gebückt. Der Quast ein bisschen rüber geturnt. Kann mir vorstellen, dass da die Schulter wehtut, gerade wenn er da auf diesen einen Arm springen muss. Hier noch den Zulimin, zum Glück mit der anderen Schulter. Und jetzt komm, Junge, sauberen Stalder und jetzt bring das Ding nach Hause. Und steh, jawohl. Klasse. Ja, Wahnsinnsübung, Marius. Keine Ahnung, was er da mit der Schulter veranstaltet hat, aber das... Tolle Übung, große Show und einfach auch er ein ganz, ganz feiner Kerl. Wem übergibst du die Medaille? Ist das schon festgelegt? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt eine Medaille oder ob ich nur so einen Blumentopf oder... Ich bitte dich. Ich weiß es nicht, Philipp. Gerade eben wurde mir gesagt, ich wurde nicht gefunden. Ich wurde nicht gefunden, ich wurde schon ersetzt. Da habe ich gesagt, Jungs, ich bin hier oben, ich kommentiere. Mach ja mal ein Licht an. Was machen, aber schau dir das an, 14,4. Marius Giorgio ist vorne. Ja, Wahnsinn. Paul muss um die Medaille zittern auf 3, Platte auf der 2.